Hut der Auen. Symmetrie der Auen als Set und noch eine Schatzkarte für Kluftspitze. Sehr schön. Können wir auch ein bisschen wieder was holen gehen. Wir gehen einfach mal weiter rein. Im Moment wissen wir nicht, was da unten auf uns wartet. Oh, wir hätten, glaube ich, auch unten lang gehen können, aber dann hätten wir nasse Füße gekriegt. Das geht ja gar nicht. Da oben müssen wir auch nicht hin. Da sind wir auf jeden Fall wieder Minotauren hier. Ich glaube, hier sind wir falsch, oder? Ach, da hätten wir lang gemusst. Komm, wir gehen mal ganz kurz gucken, was hier in der Ecke ist. Oh, kennen wir schon das Rezept. In Rucksäcken und Urnen, ne? Da können immer so schöne Housing-Items drin sein, also irgendwelche Pläne für Housing-Items, deshalb gucke ich da immer nach. Aber hier in der Ecke scheinen wir jetzt doch falsch zu sein, also ab in die andere Ecke. Da geht es nämlich nach oben, oder? Ja. Ja. Genau, hier sind wir jetzt ein bisschen besser unterwegs. Wenn ihr also interagieren wollt, ne, ihr könnt gerne hier auch meine Gari-Punkte benutzen. Wenn ihr Follower auf Twitch seid, könnt ihr hier die Gari-Punkte für Belohnungen eintauschen. Auf YouTube gibt es sowas leider nicht. Da kann man nicht viel interagieren. Da gibt es auch keine großen Plugins oder so. Vielleicht kommt das ja da bald auch mal. Oh, mal einfach mal durchrütteln und rollen. So, und hier haben wir ein kleines Buch jetzt. Oh, guck da. Im Rucksack. Kajitisches Banner, Haken und Skizzo-Schüssel. Gut, die brauchen wir nicht. Ja, dann gucken wir doch mal, was es ist. Ein Hakenbanner. Wir sind irgendwie im Kampf. Ich weiß nur noch nicht wo. Ja, alle stehen hier in Ruhe rum und wir sind im Kampf. Versteht ihr das? Hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Jetzt müssen wir erstmal wieder dieses Rezept finden. Ist es. Ja. Schön. Ein neues Rezept gefunden und eingelesen. Jawohl. Das andere war jetzt hier das, aber das ist jetzt nicht die Superschüssel. Naja. Jetzt geben wir noch ein paar Holzvorräte. Sehr schön. Und hier haben wir ein Tagebuch von Leonard Niskell. Ich fand Elenglin genau dort, wo der Kartenmacher in Skingard gesagt hatte. Ein typisches Beispiel für die alleidische Architektur der Spätzeit. Nach kurzer Suche stieß ich auf eine Tür in die Gewölbe unter mir. Falls an diesem Ort vergessene Schätze zu finden sind, dann befinden sie sich dort. Ich werde meine Erkundung am Morgen beginnen. Zweiter Eintrag. Nun, Elenglin wird seinem tödlichen Ruf gerecht. Der obere Durchgang ist ein Spießrutenlauf durch Fallen mit schwingenden Klingen. Einfach mechanische Geräte, denen man mit präziser Bewegung problemlos ausweichen kann. Die Tiere des Waldes sind da schon ein größeres Problem. Elenglins obere Ebene ist schier verseucht von Wespen und Reifzecken. Sie müssen durch natürliche Felsspalten oder Einstürze hier heruntergelangt sein. Ich habe es durch die überschwemmte obere Halle geschafft und finde mich nun in einer Reihe von Kammern wieder, die von Aleidenkristallen erleuchtet sind. Natürlich begegnet mir dabei weitere Fallen. Diesmal waren es dunkle Welkinsteine. Die schwarzen Kristalle schleudern explosive Energien auf jeden, der ihnen zu nahe kommt. Außerdem fand ich Minotauren, aber damit hatte ich gerechnet. Ich konnte mich recht einfach auf den Grobianen vorbeischleichen, an denen vorbeischleichen. Ich habe das Labyrinth von Elenglin erreicht, doch ich erlitt einen Rückschlag. Auf die Gasgitter war ich vorbereitet, die kannte ich aus anderen Aleiden-Ruinen. Aber ich hätte nicht auch noch mit untoten Wächtern gerechnet. Uralte Skelette verborgen im grünen Nebel, der aus den Gittern dringt.
Das hinter mir hatte ich nicht gesehen. Ich konnte mich zurückziehen, aber nicht bevor es mich erwischt hat. Zu müde und verwundet, um gerade weiterzugehen zu können. Ich ruhe mich hier kurz aus, bevor ich mich auf den Rückweg zur Oberfläche mache. Und das kurze Ausruhen hat sich wohl zu längerem Ausruhen verlängert. Ja, das war's für ihn. Das ist ein geiles Teil, was hier liegt. Ja, dieser Stern hier irgendwie. Was ist denn das Cooles? Den Stern würde ich aber gerne mitnehmen. Ja gut, wenn man in solche Ruinen reingeht, dann muss man natürlich auch rechnen, dass man hier irgendwelche Fallen findet oder Probleme. Ich würde ja einfach die Kristalle hier mitnehmen und irgendwie verkaufen als Lampen oder sowas. Oh, die sind auch böse. Ach, nicht echt. Aus welchem Holz seid ihr wohl geschnitten? Darf man auch nicht zu nah dran. Mensch. Okay, ein Glück sind. Oh, da ist schon wieder eins. Das kann man aber jetzt überraschen. Gerissen hat es auch erwischt. Sehr schön. Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der erwischt wird. Okay, der nächste Tod liegt hier rum. Ich glaube, wir waren schon ein paar Schatzsucher drin. Dem geht's auch nicht so gut. So, gucken wir mal, ob hier in den Rucksäcken steht. Aus 5 Behältnissen. Jawohl, tägliche Bestrebung wieder erledigt. Ja, den Rest brauchen wir alles nicht. Von dem Kult haben wir bis jetzt noch gar keine Leute gesehen. Ihr seid tot. Der Bär kann da wohl stehen bleiben. Jo. Das Labyrinth liegt unter uns. Der Weg zum Schrein von Elenglün führt durch das Herz des Labyrinths. Sieht doch mal schön aus. Der Baum da in der Mitte, der gefällt mir. Das ist ein cooles Deko-Item. Wäre was für mich zu Hause im Wohnzimmer oder so. Ja, viele, viele von diesen Beilen. Wir versuchen jetzt irgendwie schnell hier durchzukommen. Nicht zu oft erwischen lassen. Oh, der Rucksack ist schon leer. Das ist aber gemein. Jawohl, jetzt kommen wir zum Labyrinth. Nicht nur ein Labyrinth, sondern ein Grabmal. Gebt acht. Die Aileiden praktizierten Nekromantie. So, die Wildhelfen hatten auch Nekromantie. Oh Gott. Jo, wo lang? Gucken wir uns mal die Map an. Da hoch, dann da, vielleicht nicht. Dann da, dann hier, dann da. Ja, komm, gehen wir mal nach da. Wir versuchen es einfach mal nach der Minimap. Die Schicksalsströme hauchen euch neues Leben ein. Genau, wir brauchen auch keine großen Blumen zu kaufen. Ob die jetzt cool ist oder nicht, ist da jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, wir kommen durch. Wie viele Jahrhunderte haben die hier in Ruhe gestanden? Jetzt haben wir die hier einfach geweckt. So eine Frechheit, oder? Euch wird es nie langweilig. Euch neues Leben ein. Die Minotauren halten immer ein bisschen mehr aus, aber war jetzt auch nicht so kompliziert. Die Kammer im Norden sollte das Herz des Labyrinths sein. Aber offenbar müssen wir einen anderen Eingang finden. Okay. Versuchen wir mal den hier. Nee. Ich spreche mal kurz. Das Schicksal schenkt mir derzeit kein Geleit. Geht weiter vor, wie es euren Neigungen entspricht, Entsandter. Zweifelsohne werden die Anforderungen des Schicksals sich noch früh genug offenbaren. Okay, sie
Schenkt mir kein Geleit. Sie scheint auch keine Ahnung zu haben, wo es lang geht. Na, das ist ja mal was. Wir sind beide, ja, im Moment ratlos. Gut, gehen wir einfach noch mal eine Runde weiter. Wir müssen also in den mittleren Raum da rein. Bin ich genau falsch gelaufen? Hört ihr mich überhaupt oder ist es jetzt irgendwie so, dass das Spiel zu laut ist beim Kämpfen? Und ihr sagt, ihr könnt ruhig was sagen, ne? Also, wenn das alles zu laut ist hier, immer rein damit in den Chat. Ihr seid heute so ruhig irgendwie bei Elder Scrolls Online gespielt, so schön Goldburg und keiner von euch sagt mal, wie weit er ist, was er so spielt. Erzählt doch mal was. Habt ihr auch schon alle Add-ons durchgespielt? Guckt ihr nur mal so zu? Seid ihr Neustarter? Zu wenig geübt. Zu wenig geübt? Lasst eure Kraft durch die Schicksalsfäden wiederherstellen. Da kommt immer weiter Tote aus dem Boden. Lasst eure Kraft durch die Schicksalsfäden wiederherstellen. Ja, jetzt gehen wir aber weiter. Jetzt reicht's aber. Oh, oh, oh. Schnell dran vorbei. Die Schicksalsströme euch durchfluten. Okay, wir sind im mittleren Raum. Das Labyrinth. Unser weiterer Weg liegt in ihm, Insanta. Okay. Ein verschlossenes Tor. Wir müssen den Schlüssel finden, Insanta. Ja, aber... Ja gut, das sind zwei von... Ihr habt es so gewollt. Lasst das Schicksal eure Lebenskraft erneuern, Entsandter. Jawohl. Es scheint. So, Schild eines Gefährten. Ja, Schild habe ich noch nicht bei den Gefährten benutzt. Und wir haben den Äglin-Schlüssel. Jener Schlüssel schließt sicher diese Tore auf. Gehen wir weiter, Insanta. Ich spüre, was wir suchen, liegt irgendwo im Süden. Okay, ich bin schwer gespannt. Und in den Bücherregalen gucken wir, ob wir neue Bücher finden. Ja, das sind alles alte Bücher, die kennen wir schon. Das auch, okay. Keine neuen Bücher heute. Nein. Die dädrische Macht, die ich zuvor spürte, ist hier noch stärker. Der dädrische Schrein ist in der Nähe. Okay. Also nochmal. So, hier waren wir eben schon. Da kamen wir nicht durch. Jetzt kommen wir hier durch. Das ist super. Okay. Jetzt muss aber was Besonderes passieren. Jetzt sind wir aber weiter endlich. Die lassen wir da mal chillen, die Minotauren. Ja, ist ja gemütlich in der Ecke. Ja. Und was jetzt? Ist das die dädrische Fürstin Ithelia? Nee. Das muss der Schrein sein. Aber wer ist... Oh, das ist Ithelia. Vielleicht könnt ihr mit ihr reden, Insanta. What? Never. Kann euch sein. Ich erkenne euch nicht. Aber dennoch kommt ihr mir vertraut vor. Fast wie dieser Schrein. Ich weiß, dass ich mich an ihn erinnern sollte. Doch ich tue es nicht. Sagt mir, was ist das für ein Ort? Warum hat es mich hierher gezogen? Spreche ich gerade echt mit einer Daedra? Was? Kann das wirklich sein? Ich mache mal ein bisschen den Sound hier lauter. Ich glaube, ihr versteht mich nicht so richtig. Weil keiner redet mit mir, keiner schreibt mir. Also mache ich mal mein Mikro lauter. Vielleicht hört er mich dann besser. Das ist Elenglin. Wir glauben, es ist der Schrein einer Daedra-Fürstin. Eine Daedra-Fürstin? Ja, ich erinnere mich. So nannten Sterbliche mich. Aber Elenglin ist eine stolze Zitadelle. Keine zerfallende Ruine. Ihre Bewohner sind weise und stolz. Sie beten mich an. Wartet. Ich spüre etwas.
Und noch eine Erinnerung. Hermeus Mora. Spürt ihr das Echonier? Das Echonier? Ja, so nannte es der abgründige Kephaliarch. Ein kluges, kleines Gerät, das er erschuf, um Dinge zu finden und zu entfernen, die mir gehörten. Gedanken, Erinnerungen, Wahrheiten, die niemand wissen sollte. Zeigt es mir. Ich will sehen, was es offenbart. Ich bin mir nicht sicher, aber ich schätze, ich muss die Erinnerung ebenfalls sehen. Okay, dann starten wir das Echonier, wa? Sehen wir, was die Wand genommen hat. Ihr setzt alles aufs Spiel, Itelia. Ihr müsst die vielen Pfade aufgeben. Ihr wollt meine Bürsten schwächen. Warum sollte sie sich darauf einlassen? Um die Wirklichkeit zu wahren. Ihr Mutwille bedroht jedwede Existenz. Ihr hört auf eure Ängste und seht einen Untergang vorher, der niemals sein wird. Hinfort, Mora! Itelia verschwand, als die Erinnerung endete. Unterhalten wir uns draußen. Ach, jetzt ist auch die Echte hier weg. Schade. Jetzt hätten wir mal mit ihr drüber reden können, was wir da gerade gesehen haben. Gut. Dann, wir wissen jetzt, irgendwas will Hermeus Mora die ganze Zeit verhindern. Sogar die Erinnerung an Itelia wollte der ja auslöschen. Irgendwas hat die vor, was keiner richtig versteht. Ja, mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. Ich bin echt gespannt. Gehen wir durch, was wir in den Ruinen sahen, Entsandter. Nun wird es klar. Die Rückbesinnung ist auch hinter Itelia her. Sie hofft, sie dabei vorzufinden, wie sie ihr ehedem bekannte Orte besucht. Genau wie wir es taten. Doch Itelia wirkt verwirrt. Ich glaube, sie hat ihre Erinnerungen noch nicht vollständig wiedererlangt. Oder sie versteht noch nicht so recht, was ihr widerfahren ist. Was haltet ihr von der Erinnerung, die uns das Echonier offenbarte? Ich glaube, wir haben jenen Augenblick miterlebt, in dem Hermeus Mora das erste Mal Itelia mit der Gefahr konfrontierte, die sie für die Wirklichkeit darstellte. Und wir haben ihre Weigerung gesehen, auf ihn zu hören. Es fällt jeder Kreatur schwer, das eigene Wesen zu ändern. Insbesondere einer Daedra-Fürstin. Was ist unser nächster Schritt? Ein Stein dieses Mosaiks bleibt noch entsandter. Ihr müsst nach wie vor den Ereignissen in Osthumir nachgehen. Findet heraus, warum die Fäden des Schicksals dort zerfasert sind. Sucht mich in Beragons Stadthaus in Skingrad auf, sobald ihr dort fertig seid. Okay, diese Zerfaserung von irgendwelchen Schicksalsfäden, da müssen wir uns auch noch mit beschäftigen. Das weiß ich auch nicht genau, was es sein soll. Aber das kann man natürlich machen. Wir wissen auf jeden Fall jetzt schon mal. Itelia. Kann man mitreden. Oh, und wir haben mal leuchtende Tinte gefunden hier für Dings. Wie heißt es? Haben wir noch nicht gefunden, weil wir gerade keinen Platz haben. Keine Diebin, die. Leuchtende Tinte für Schriftkunde. Das ist mal cool. Ich packe gerade alles so ein bisschen in meine Bank rein. So, jetzt haben wir wieder Platz. Na komm. Ah, oh, jetzt nimmt er wieder das andere. Zack. Und da haben wir sie. Jawohl, dann können wir auch mal ein paar neue Zauber bauen bei der Schriftlehre. So. Und jetzt erkunden wir noch ein bisschen die Karte. Wir machen natürlich auch die Quests, die hier in der Nähe jetzt sind. Jetzt müssen wir aber trotzdem hier erstmal raus aus dem Gebiet. Ja. Ein bisschen muss man halt gucken, wo kommen jetzt überhaupt Quests. Da vorne scheint irgendwo eine zu sein. Aber zuerst mal möchte ich hier den Point of Interest besuchen. Jawohl, da haben wir eine Himmelscherbe. Sehr schön. Die Tiefsteinkaverne haben wir hier.
Sehr gut. Vera sagt, das mag immer der gerissen wie die Nacht, wenn wir diese öffnen. Ruf den mal grad. Ja. Was haben wir denn heute vor? Jo, das gab wieder 5 Errungenschaften. Sehr schön. Was haben wir heute vor? Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt hier hin oder hier in den Norden? Ich würde sagen, wir versuchen jetzt erstmal hier so das Gebiet so ein bisschen zu erledigen. Ist echt viel, ne? Ja, komm, hier, das ist das Kloster jetzt hier. Dann versuchen wir das alles mal so ein bisschen hier auf der Seite fertig zu haben. Was machen wir hier oben? Ach, wir sind noch dran, ne? Also wird alles noch lange dauern, bis wir hier wirklich durch sind. Man merkt, da haben sie doch einige Stories und Gebiete hier eingebaut. Ja, was haben wir denn hier? Ein Kloster oder was ist das? Morgen ist auf jeden Fall der Questgeber. Sehr gut. Dann wissen wir auch, was hier in der Nähe los ist. Beto! Oh, wo ist dieser Hund wieder hin? Entschuldigt mein Geschrei, Reisender. Ihr habt nicht zufällig einen Hund herumlaufen sehen? Groß, flauschig, hat eine sehr wichtig aussehende, über das Schicksal des Anwesens bestimmende Schriftrolle im Maul? Warum trägt der Hund eine Schriftrolle? Oh, es ist eine ermüdende Aufgabe. Ich besuche die Westauen, um das Testament meiner toten Tante, Fürstin Witterfeld, zu vollstrecken. Eben jenes Testament, das Betu, der geliebte Hund meiner Tante, derzeit im Sabbermaul hat. Fürstin Witterfelds Ermittlerfreund war keine große Hilfe. Ein Ermittler? Ja, jemand namens Misik Donnerstiefel. Es scheint, er und meine Tante waren alte Freunde und er bestand darauf, dabei zu helfen, ihr Testament zu vollstrecken. Ich habe genug, doch ihr dürft ihm gern zur Hand gehen. Ich kann euch sogar ein schönes Sümmchen bieten, wenn ihr helft, die Sache voranzubringen. Ja, gerne. Ich spreche mit Misik. Ihr findet Misik gleich die Straße hinunter, wo er das Witterfeld-Anwesen nach Betu durchsucht. Er hat ein auffälliges Aussehen, ihr könnt ihn kaum übersehen. Ein Kajit mit breitkrempigem Hut und sehr schweren Stiefeln. Er hat einen Hang zur Dramatik, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, den kennen wir schon. Der ist so ein bisschen wie der gestiefelte Tater, glaube ich. Ja, und genau. Wir sind, was es zu erben gibt. Ich bin schwer gespannt. Erzähl mir mehr über eure Tante. Meine liebe Tante erlitt einen schrecklichen Sturz in ihrer Bibliothek. Es ist tragisch. Sie hatte gewiss noch viele weitere Jahre vor sich. Nun versuchen die Hinterbliebenen, ihre letzten Wünsche zusammenzustückeln. Selbst ihr Sohn hat sich zu einer Rückkehr bequemt. Was meint ihr damit? Ich sollte nicht so leichtfertig über Familiendramen sprechen. Uriel, mein Vetter, verschwand vor Jahren. Meine Tante dachte, er wäre in Warens Revolte gefallen, doch hier ist er. Etwas scheint nicht zu stimmen, aber ich überlasse die Spekulationen dem Ermittler. Dann erzählt mir noch mal was mehr über den Ermittler. Misik Donnerstiefel. Ein seltsamer Name für einen Ermittler, meint ihr nicht? Das klingt nicht gerade nach Diskretion. Doch wenn das, was er sagt, zutrifft, kannte er meine Tante. Wenn sie ihm vertraute, kann ich das auch. Dann wollen wir mal gucken. Also, wir wechseln die Quest von der Hauptstoryline auf Helft bei der Untersuchung des Geheimnisses dieses Erbes. Okay. Da vorne ist irgendeine Platte. Wir sind beim Witterfeld Herrenhaus angelangt. Hier wollen wir natürlich mal kurz gucken, die Platte. Und Wolfgang S. hat abonniert. Willkommen. Ja, danke schön für dein Abo. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hast hier Spaß bei Elder Scrolls Online oder morgen, nee, übermorgen zum Beispiel bei Lost Ark. Und World of Warcraft spielen wir auch. War Within als nächstes kommt demnächst, ne, am Ende des Monats. Also viele, viele Spiele hier auf dem Kanal. So, jetzt, ich finde die Platte nicht, die wir hier lesen sollen angeblich. Vielleicht ist die Platte noch nicht da, vielleicht gehört die zur Quest. Manchmal ist er ein bisschen voreilig mit den Informationen da auf der Minimap.
Dann gehört das irgendwie zu Quests, diese Bücher, und dann erscheinen die auch erst dann. Ja, aber gucken mal. Auf jeden Fall ein schönes Anwesen hier, ne? So ein bisschen verträumt, gemütlich. Wäre schon schön, wenn man mal so ein Anwesen hätte, ja. Okay, wo ist der? Miesig soll irgendwo da am anderen Eingang sein. An der anderen Seite, so zack, zack. Ja, da ist er. Ja, den kennen wir. Ich kenne den. Den haben wir schon mal Quest gemacht. Es scheint, Miesig wurde von einem vierbeinigen Fluchtkünstler genannt. Ah, Grüße, Reisender. Vielleicht könnt ihr Miesig bei seiner Suche helfen? Na, ich fand den eigentlich ganz lustig, diesen Detektiv hier. Ah, ein alter Freund nähert sich. Dieser weiß, dass es keine Zufälle in seinem Feld gibt. Miesig könnte Hilfe bei der Lösung eines wunderlichen Falls brauchen. Ihr habt nicht zufällig ein Tier mit einem Maul voll Pergament herumlaufen sehen, oder? Nee, wie ist es euch ergangen, Miesig? Miesig wusste, dass er euch wiedersehen würde, Freund. Vielleicht teilt ihr seine Nase für den Geruch der Verderbnis. Gute Verbündete im Kampf gegen das Verbrechen sind schwer zu finden. Und er hat keinerlei Zweifel, dass es hier ein Verbrechen gab. Er muss es nur noch finden. Und wie habt ihr diesen Fall gefunden? Miesig war ein Freund von Fürstin Witterfeld. Er arbeitete unermüdlich am Fall ihres verschwundenen Sohns, als er noch ein Junges in Sachen Verbrechensbekämpfung war. Es war der eine Fall, den Miesig nicht zu lösen vermochte. Jetzt in der Stunde ihres Todes hört er, dass ihr Sohn zurückgekehrt ist. Fürstin Witterfels verschwundener Sohn lebt? Er ist im Herrenhaus und wartet darauf, sein Erbe anzutreten. Doch es wirkt seltsam, ja? Miesig findet schon. Die Nichte von Fürstin Witterfeld findet das auch. Sie warb Miesig an, um dem Tod ihrer Tante nachzugehen. Um diese Ermittlung zu beginnen, muss Miesig allerdings das Testament finden. Hui, Inspektor Barnaby hier, Tatort live. Eine wunderbare Idee von der lieben Aquilia. Dieser fürchtet, hinter Fürstin Witterfelds Tod steckt mehr. Doch unser erster Hinweis klemmt derzeit im Maul eines Hundes. Eines haarigen, stinkenden Dings. Betu heißt das Tier. Aber dieser nennt es Kopfweh. Ihr geht dem Tod von Fürstin Witterfeld nach? Oh, ja. Die Hilfe mit dem Testament ist nur ein Vorwand. Nicht nur kam ihr Tod plötzlich und rätselhaft, sondern zudem ist ihr Vermögen verschwunden und ihr lang verlorener Sohn zurückgekehrt. Viele Fäden, in denen sich die Krallen von diesem verhedden können. Ein verschwundenes Vermögen und ein lang verlorener Sohn. Ja, ja. Aquilia will, dass die Frage des Erbes abschließend geklärt wird, ehe das noch für Gerüchte sorgt. Und nun, werte Unterstützung, müssen wir Betu finden. Dieser hat bereits seine Spuren entdeckt. Hocken wir uns hin und folgen wir seiner Fährte. Okay. Wir suchen den Hund. Und manchmal geht das ja wirklich, wenn man sich so hinhockt, sieht man dann so Fährten auf dem Boden. Da. Ja, wenn man sich hinstellt, nicht so sehr, seht ihr das? Und wenn man dann, ja, seht ihr da. Ja, genau. So. Okay, ja, dann müssen wir wohl in diese Richtung. Dann diese. Ja. Mehr Spuren. Der Hund ist auf jeden Fall hier lang. Ja, ich würde sagen, der ist da rein, oder? Hier lang. Oh. Ein Häschen. Guckt mal, wie schön. Ja, Ostern ist vorbei. Reißt euch zusammen, Edric. Ihr seid ein Wrack. Was ist das? Miesig hört Stimmen. Lauschen wir. Unsere liebe Fürstin ist tot. Und ihr glaubt mir immer noch nicht? Dann sprecht mit dem Ermittler. Zieht mich da nicht mit rein. Können wir ihm trauen? Ich will nicht als Verdächtiger gelten. Sprecht lieber mit dem Ermittler als mit dem Gärtner, Edric. Kein Gärtner. Ein Freund. Ihr solltet lieber gehen, Otto. Und nehmt Betu mit. Der Koch und der Festungswahrer.
Wissen die mehr? Der Koch ist der Mörder. Ne, der Gärtner ist der Mörder. Der Festungswahrer, oder nicht? Ist nicht immer der Gärtner der Mörder? So war das doch irgendwie, ne? Auf jeden Fall haben die ziemlich viel mit Wein zu tun. Ach, wo ist denn der Hund jetzt hin? Ja, hier irgendwo. Da ist auch wieder was. Ich weiß nicht, was für ein Spiel ihr spielt. Doch ihr wart ein Narr herzukommen. Das sind Fürstin Pelena und ihr Gatte Uriel, unser einst lang verlorener Sohn. Wütet, wie ihr wollt, teure Gattin, aber macht keine Szene. Ich bleibe hier. Gut, dann helft mit eurer Cousine und diesem unfähigen Ermittler fertig zu werden. Wo ist diese räudige Töle nun schon wieder hin? Okay, das sind die, die das Erbe haben wollen. Ist es wirklich der Sohn? Macht die Gattin das alles? Auf jeden Fall ist hier ziemlich viel Wein und Trauben vergammelt. So. Wer sitzt da? Das sind echte Spieler, oder? Das sind echte Spieler. Ich glaube, der 2244er Spieler hat gerade, glaube ich, Langeweile. Champion Level 2244. Das ist schon crazy. Und die sitzen hier gemeinsam im Stall. Ja, die machen ein bisschen Rollenspiele. Wir wollen jetzt nicht wissen, was das für Rollenspiele werden da. Wir gehen einfach mal weiter besser. Uns interessiert nicht alles, was die Spieler hier machen. Schnappt euch das Testament, solange er abgelenkt ist. Okay, jetzt zwar schnell zum Hund. Und nicht jetzt, Betu! Husch fort! Ja. Eine versiegelte Schriftrolle, in der letzte Wille von Fürstin Winterfeld festgehalten wurde. Sie ist von einem dünnen Sabberschicht bedeckt. Ja. Da das Testament sicher ist, lasst uns mit Edric reden. Jawohl, wir haben das Testament. Betu war schon immer unbelehrbar. Lasst euch lieber nicht von ihm auf der Nase herumtanzen. Entschuldigt, ich sollte mich vorstellen. Mein Name ist Edric Brusina. Ich war Fürstin Winterfelds Koch. Ihr Tod ist eine schreckliche Sache. Beispiellos. Standet ihr Fürstin Winterfeld nahe? Ja, sehr. Ich bin schon seit gefühlten Ewigkeiten in ihren Diensten. Weshalb ich hoffe, ihr hört auf mich, wenn ich euch sage, dass ihr das Anwesen verlassen müsst. Ich fürchte, was unserer lieben Fürstin zugestoßen ist, könnte auch euch zustoßen. Wie kommt ihr darauf? Köche sind mit mehr als nur den Lieblingsgerichten ihrer Arbeitgeberinnen vertraut. Fürstin Winterfeld war nicht mehr die gleiche, seit ihr Sohn verschwand. Und ich war nicht der Einzige, dem das auffiel. Fruchtfliegen schwirren schließlich um das süßeste Obst. Wisst ihr, was Fürstin Winterfeld zugestoßen ist? Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin nur gekommen, um meinen Respekt zu erweisen und diesen Ort hinter mir zu lassen. Wenn ich an eurer Stelle wäre, würde ich mich von diesem Herrenhaus fernhalten, bevor dieser Ermittler irgendetwas Schreckliches ausgräbt. Misik und ich sind hier, um zu helfen. Okay. Also irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ihr bleiben wollt, ist das eure Sache, aber seid bloß vorsichtig. Wie seltsam. Unterhalten wir uns, Reisender. Offenbar weiß der Koch mehr, als er zugeben will. Höchst sonderbar. Misik wird das vermerken müssen. Immerhin ein Beleg dafür, dass die Bewohner dieses Anwesens ihre Geheimnisse gut zu bewahren wissen. Könntet ihr mich daran erinnern, wer an dieser Sache beteiligt ist? Ja, natürlich. Neben dem Koch gibt es Otto Florius, den Gärtner. Dann wäre da Uriel, der verschwundene Sohn von Fürstin Winterfeld, auferstanden von den Toten, und seine Gattin Pelena, die schon lange auf dem Anwesen bei Fürstin Winterfeld lebt. Ach so. Die lebt ja schon länger. Uriel ist nach dem Tod seiner Mutter zurückgekehrt. Sehr passend, ja? Viele Fragen umgeben Uriels plötzliche Wiederkehr. Und man sollte anmerken, dass Pelena nicht allzu erfreut darüber zu sein scheint. Misik hat natürlich schon im Umfeld einiger gescheiterter Ehen ermittelt. Doch das hier wirkt anders. Ah, was ist mit dem Testament? Hier ist das Testament mit Hundesabba und allem. Hervorragend. Das Siegel ist noch unbeschädigt.
Wir sollten zum Herrenhaus zurückkehren, da wir das Testament nun zurückhaben. Dieser ist sicher, unsere eingenisteten Geier sind begierig, endlich zu hören, was in ihm steht. Trefft Misik am Herrenhaus, sobald ihr bereit seid, den anderen gegenüberzutreten. Ja, mach ich. Okay. So, dann sehen wir das Ganze auch mal von innen. Hier außen ist es ja nicht sehr gepflegt, ne? Also da muss man ja auf jeden Fall sagen, der Gärtner, der hier angestellt ist, scheint doch ein bisschen faul zu sein.